Sie neiden dir, dass du noch lebst und nicht zum Alkoholiker oder zu einem Drogensüchtigen geworden bist, wie sie es geplant hatten. Sie lauern dir überall auf und versprühen ihre Drogenstoffe. Außerdem waren es einige von ihnen, die dich wie ein Hund konditionieren wollten. Andere haben dich gemobbt in der Schule und im Sportverein. Und überall, wo du auf sie triffst und ihnen begegnest, veräppeln sie dich und sie sagen dir: Arbeite doch für uns. Wenn du fragst, was man dort arbeiten soll, sagen sie nur: Das wirst du schon gesagt bekommen. Sie sagten dir damals, sie würden dich kaputt machen, wenn du bei ihnen nicht mitmachst. Und ich würde dann als abschreckendes Beispiel für andere Menschen dienen. Und wenn sie mit mir fertig sind, dann würde ich für sie als Kellner ihre Tische abräumen oder im Supermarkt als Warensortierer für sie arbeiten müssen. Doch du kannst nicht mehr arbeiten und ihr Verhalten dir gegenüber war schäbig bis kriminell. Sie reden dauernd von Herren und Sklaven und ich könnte ihr Sklave werden. Einige von ihnen sind Domina, die verstehen etwa von Herren und Sklaven sein. Aber dir ist nicht bewusst, warum diese herrischen Frauen und auch herrischen Männer etwas gegen dich haben könnten und ich dich überhaupt, dass sie mich kennen. Dann sind da noch eine Gruppe von Psychotherapeuten und vielleicht Psychologen, die etwas gegen dich haben und dir manchmal auflauern und dein Verhalten manipulieren wollen und beurteilen wollen. In der Innenstadt zum Beispiel trafst du auf so eine Gruppe und der Anführer fragte die Gruppe dann, was sie bei mir für ein krankhaftes Verhalten diagnostizieren würden. Es gibt viel zu viele Menschen, die sich herausnehmen, andere Menschen wie Sklaven zu behandeln und sie beherrschen zu wollen. Das sind ihre Bedürfnisse und ihre Gelüste am anderen Menschen. Sie schämen sich nicht einmal dafür und versetzen durch ihr Verhalten und durch ihr Drogenstoffe und Schnuffelstoffe die Mitmenschen in Angst und Schrecken. Außerdem haben sie Redewendungen wie zum Beispiel: Wir reden dann mal mit deinen Beamten beim Amt über deine Bezüge, ob man sie nicht kürzen oder streichen sollte. Wir vermuten bei dir Sozialbetrug, aber du lebst von einer Grundsicherungsrente. Sie wollen dich ernsthaft erniedrigen und zerstören. Sie sind schon so lange an dir dran, aber du bliebst bisher anständig und standhaft und wurdest nicht kriminell.